Ja, Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Terra Nil. Wir haben vor 1,5 Wochen ungefähr im Stream Terra Nil gezockt und ich dachte mir, komm, das ist bestimmt noch was für YouTube. Einfach mal nebenbei die Aufnahme angeschmissen und jetzt lade ich das so nach und nach hoch. Ich werde die Parts wieder ein bisschen länger machen. Ihr kennt das Spielchen ja. Und ja, wir haben alle Level durchgezockt. Dementsprechend könnt ihr euch freuen, dass ihr einmal das komplette Game seht. Leute, falls ihr merkt, dass es euch im Laufe des Videos gefällt, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Vielen Dank auf jeden Fall für den Support und ich würde sagen, wir legen einfach los. Viel Spaß mit Terra Nil. Gut, also Leute, Terra Nil soll es dann heute sein. Ich bin sehr gespannt, was uns so erwartet. Neues Projekt, mehr oder weniger. Neues Profil auf jeden Fall gestartet. Und wir können die neue Renaturierung beginnen. Weltkarte wird generiert. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es gibt, glaube ich, jetzt in der Vollversion natürlich viel mehr Biome und so weiter und so fort. Bei dem, wo wir jetzt gespielt haben, war es ein relativ normales Waldbiom. Normal in Anführungsstrichen. Unsere Lebensverhältnisse normal wahrscheinlich, wo wir hier in den breiten Graden leben. Hey Chap, hey Nordi. Ecosystem Restoration. Das ist das Buch, das wir uns jetzt anschauen wollen, Leute. Einführung. Dieses Buch ist ein Leitfaden für die komplizierte Renaturierung eines Landstrichs vom Ödland zum blühenden Ökosystem. Dieser Prozess ist nicht immer einfach. Selbst mit diesem Leitfaden wirst du experimentieren müssen, um genau zu verstehen, was zu tun ist. Auf den folgenden Seiten findest du Beschreibungen der Regionen sowie der Flora und Fauna, die du wahrscheinlich antreffen wirst. Das Buch enthält zudem Baupläne für Maschinen und Gebäude, die dir bei deiner Aufgabe helfen werden. Wenn du erfolgreich bist, wirst du dieses Buch irgendwann nicht mehr brauchen. In diesem Fall bitte ich dich, es weiterzugeben, damit es anderen hilfreich sein kann. Okay, wer will nach mir, Leute? Hallo Jesse, moin moin. Gut. Oh, eigentlich wollte ich da noch weiter gucken. Okay. Es gibt verschiedene Ansätze für die Rekultivierung vom Ödland. Welcher ist deiner? Gärtner, ich möchte schöne, lebendige Landschaften schaffen. Ökologin, ich will Artenvielfalt und das Gleichgewicht der Umwelt wiederherstellen. Oder Umweltingenieur, ich will das Ökosystem mit hochentwickelten Maschinen wieder aufbauen. Nicht für den ersten Durchlauf. Empfohlen für alle mit Strategiespielerfahrung, empfohlen für alle, die ein entspannendes Erlebnis suchen. Also wir haben ja schon ein bisschen hier und da mal Strategiespiele gespielt. Wollen wir Ökologin machen? Ökologin, ja. Oder? Ich sehe uns als Ökologe. Umweltingenieur ist vielleicht ein bisschen zu heftig, wenn das nicht für den ersten. Man weiß natürlich nie bei diesen Tutorials, ne, aber Gärtner hört sich halt so an wie, ja, ich leg hier was hin und da und ja, ich habe gewonnen und es klappt alles. Wir machen mal das. Das scheint so ein bisschen, du siehst uns bei Hardcore, wenn man verkackt, Planet direkt im Arsch. Direkt neues Spiel kaufen. Okay, die Einstellungen können zwischen Levels im Optionsmenü geändert werden. Dann starte ich erst da als Ökologe. Und da haben wir, ach so, ah, wir sehen dann auch Startressourcen, ja, siehst du wohl. Startressourcen sind hier um 50% höher, aber die Tutorials würde ich schon gerne aktiviert haben. Sind auch aktiviert. Okay, die Einstellungen können. Ich weiß. Also, Leute, Steuerung. Zunächst einmal ein paar Grundlagen. Schwenke die Kamera, indem du deinen Mauszeiger an dem Bildschirmrand bewegst. Keine Magie. Alternativ kannst du die mittlere Maustaste drücken und halten. Versuche das jetzt mal. Okay. Du kannst auch mit WASD. Yay, da sehe ich mich eher. Und versuche schließlich mit dem Mausrad heran und heraus zu zoomen. Jedes Ödland-Rekultivierungsprojekt sollte mit einer Turbine beginnen. Wähle jetzt eine aus und platziere sie. Ich glaube, dass das hier das Level auch ist, was man im Tutorial hatte. Also, versorge nahegelegene Gebäude mit Strom. Na dann, machen wir das doch. So, Boden reinigen. Nun, da du Strom hast, kannst du den Boden reinigen. Versuche vier Entgifter möglichst weit von der Turbine weg zu positionieren. Auf jeden Fall. Ach, guck mal, da können jetzt aber 6 Stück nur ran. Ich glaube, das ist neu. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass es das in der Demo damals nicht gegeben hat. Diese Beschränkung. Okay, einige Gebäude können mit R oder dem Mausrad gedreht werden. Wähle den Bewässerer und probiere es aus. So, also ihr seht, ich habe jetzt erstmal, ne, Strom aufgebaut, dann haben wir hier diesen Entgifter gemacht, der aus dem Ödland immerhin schon wieder fruchtbaren Boden hier hergestellt hat. Man kann hier auch immer sehen, er erfordert Strom, er erfordert Wasteland und bietet dir dann quasi den fruchtbaren Boden. Und auf dem fruchtbaren Boden können wir dann jetzt mit dem Bewässerer, den soll ich auch drehen. Ich wollte gerade sagen, wieso wird mir das denn gar nicht angezeigt? Normalerweise
Wird einem eigentlich angezeigt. Ihr seht schon anhand der Punkte auch. 165 Punkte würde ich hier bekommen. Wenn ich den jetzt irgendwie hier so in die Ecke reinbringe, mache ich sogar 175, 169, 180. Ja, könnten wir mal hier einbauen. Sauberer Boden ist perfekt geeignet, um Vegetation anzubauen. Vegetation liefert Ressourcen, die zur Erstellung von Gebäuden verwendet werden. Errichte drei Bewässerer auf dem sauberen. Achso, ich soll eh drei. Ja, komm. Wenn ich eh drei soll, dann mache ich die einfach alle so. Ach, hier wird doch schon vorgegeben wieder, wo ich die mache. Okay, Spiel. Wenn ich hier gar nichts selber machen darf. Na, ist ja das Tutorial. Alles easy. Wird schon passen. So, das Ding sollen wir dann nochmal so drehen. Und jetzt haben wir zumindest alles wieder grün bekommen. So, hey Janni, moin moin. Na, willkommen im Stream. Aufstehen war für Arsche genug, sagt Lara. Och ja, heute ist ja 1. April, ne? Ich muss sagen, ich fand 1. April immer früher richtig cool so, wenn du einfach mal ein bisschen reingetrollt hast oder so. Aber ich finde, 1. April ist so seit Internet so ein anstrengender Tag geworden, weil irgendwie jede Seite denkt, oh, wir haben uns so einen guten 1. April-Scherz ausgedacht. Was schreiben wir denn heute? So irgendwas total Hirnrissiges. Und weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, 1. April ist so langweilig geworden. Ich sag's, wie es ist. Ich finde es einfach nur stumpf. Also, die denken sich ja nicht mal coole Sachen aus, sondern dann weiß ich nicht, kommt irgendwie einfach so eine richtig dumme Headline dabei raus, wie Elon Musk hat Steam gekauft. Oder so. Grüße gehen raus an die GameStar. Na gut, ja. Wenn du mal nicht weiter weißt, kannst du im Handbuch nachschauen, was du als nächstes tun musst. Okay. So, nur mal so meine Two Cents für 1. April, Leute. Dein Hauptziel ist es, den Vegetationsanteil der Landschaft zu erhöhen, aber behalte deine verfügbaren Ressourcen im Auge. Für den Anfang solltest du ein Vegetationsziel von 30% anstreben. Okay. Dann muss ich auf jeden Fall nochmal einen weiteren Dingens hier bauen. Hey Kiten, moin moin. Mal sehen, was DBD heute bringt. Vielleicht geht wieder eine Lizenz. Okay, auf 30% soll ich jetzt hoch. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch einen Gifter. Wo kann ich dann wohl am meisten. Na gut, die Reichweite ist natürlich auch begrenzt. Dann mache ich wahrscheinlich eher hier so hin. Meine Ressourcen seht ihr hier oben links übrigens. 1132 haben wir noch. Also, das sind immerhin mehr als genug. Und wenn ich das baue, das kostet immer ein bisschen Ressourcen. Aber wenn ich das Gründing baue, kostet 50 Ressourcen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass wir genügend Land damit dann aber auch wieder begrünen können. Mache ich trotzdem Verlust. Na egal, ich soll ja hier auf 30 hochkommen. Okay, warte, ich könnte natürlich auch, wie ich es mir noch ein bisschen leichter machen könnte, ich könnte hier auch noch ein weiteres Windrad hinstellen. Weil wenn ich dann hier einen Entgifter hinballer, kann ich danach ja viel mehr Grün noch klar machen. So, wenn ich den jetzt hier noch hinbaue und dann hier das Ding einfach so schräg, dann bekomme ich plus 67, dann sind wir bei 31. Na, siehst du wohl. Alles richtig gemacht. Guck mal hier, jetzt geht das Level weiter. Ich glaube, es ist wirklich das Tutorial-Level. Okay, das wiederum muss ich sagen, find ich sogar lustig, obwohl es von RTL ist, muss man ja dazu sagen. Aber das ist halt wieder dann irgendwie ein lustiger Joke, so wenn du sagst, diese Serien kommen bald im Programm 1 von 6 und du willst dann so nach links wischen und es geht nicht. So, das würde ich schon wieder lustig finden, aber ich finde irgendwie, oftmals geben die sich gar keine Mühe, schreiben dann halt einfach irgendwie eine semi-lustige Headline und denken sich so, oh, jetzt sind wir richtig lustig gewesen. Naja, tau tau, moin moin, herzlich willkommen auch an dich. Vor allem, wenn man das dann gerade beim Aufwachen dann direkt vorgesetzt bekommt. Okay, Leute, ihr seht hier unten, saniere 178 weitere Vegetationsfelder, um das hier unter freizuschalten. Das bedeutet, ich würde sagen, wir legen auf jeden Fall hier los. Wir haben ja noch aktuell mehr als genug Ressourcen. Versuche ich hier auf jeden Fall erstmal wieder vier Entgifter zu bauen. Ich weiß auch nicht, ob ich die Entgifter, kann ich irgendwie zwei drücken oder so? Ne, ich muss die immer wieder anklicken, so wie es aussieht. Bauen wir hier wieder so vier Stück hin, ne? So hat es ja letztes Mal im Startdingens auch ganz gut geklappt. Und wenn wir dann
Mal eben gucken, aber wenn ich hier unten noch einen hinbaue. So hier. Kriege ich hier 170. Oh, wir machen die 170 mal klar. Das reicht dann ja sogar schon, um das hier freizuschalten. Die Wasserpumpe bietet Wasser, erfordert Strom und einen Graben. Genau, da kann ich jetzt hier zum Beispiel. Ich habe ja hier noch Strom, da müsste ich auch rankommen. Ja, komme ich. Und dann kann ich hier den Graben mit Wasser füllen. So, der macht dann zumindest das Ufer schon mal so grün. Okay, hier drüben muss nachher auch noch was hin. Hier sind ja noch Steine, die ich da hinpacken kann. Und wir schalten noch eine weitere Sache bei. Aber lass uns erstmal dann hier noch weiter so eine grünen Dinger hier bauen. Dann 29:30. Solange wir im Positiven sind, ist ja alles gut. Solange wir Gewinn machen mit den Dingern, 80, 90 mehr kriegen wir wahrscheinlich nicht. Könnte natürlich auch, obwohl ich komme eh nicht darüber, weil hier muss ja gleich Wasser hin. Wollte gerade sagen, ich könnte natürlich sonst auch erstmal noch Entgifter auf die andere Seite packen. Wir brauchen noch 4 Stück. Das heißt, wir machen mal hier eben hin. Dann gucken wir, dass wir hier so ein Wasserding. Man sieht immer ganz gut, ne? Ich kann das jetzt schön hier an den Rand packen, weil hier ist ja eh schon Wasser. Heißt, wenn ich das jetzt hier hinpacke, dann fließt das nachher bis da unten. Wenn ich jetzt hier oben machen würde, bringt es mir ja nichts, weil hier ist sowieso schon. Also packen wir das dahin. Das reicht dann sogar schon hier, um die nächste Sache freizuschalten. Jetzt soll ich übrigens 75% Vegetation machen. Es verzögert sich, bis Grants das liest. Sekunde. Was denn? Logic, moin moin. Sehe die Frage nicht. Verdammt! Wo bleibt Graveyard? Ah, wo bleibt Graveyard Keeper? Ja. Graveyard Keeper ist halt irgendwie so ein Projekt, was ein bisschen länger dauert. Deswegen wollte ich jetzt erstmal auf entspannt dit hier machen, ne? Graveyard Keeper kommt, wenn Graveyard Keeper kommt. Nee, aber ich habe schon Bock auf das Game. Ich habe es mir auch jetzt, habe mir jetzt auch alles geholt davon, weil das letztens im Sale war. Hab ich direkt zugeschlagen. Hier mache ich nochmal Neues hin, Leute. Machen wir nochmal ein paar Entgifter da rein. Wir müssen gar nicht auf Krampf alles machen. Also, als erstes ist ja erstmal eh wichtig, dass wir jetzt auf die 75 kommen. Hier unten, damit wir das haben. Und dann bekommen wir eh das nächste Gebäude freigeschaltet. Ich habe mir auch noch gar nicht angeschaut, was das Gebäude jetzt macht, was wir da freigeschaltet haben. Ja, nochmal machen. Ha, ich überlege, ob ich hier so einen lieber hinsetze. 63. Würde ich hier noch einen und hier noch einen. Spiele ich das heute zum ersten Mal? Ich habe die Demo gespielt. Die Demo war, glaube ich, so ähnlich wie das Level. Auf jeden Fall kommt mir das hier sehr bekannt vor. Aber sonst spielen wir es zum ersten Mal, ja. Quasi gerade angefangen auch erst. So, 93. Jetzt sind wir schon bei. Locker bei über 75%. Lass uns mal die neuen Gebäude anschauen. Also, wir haben den Verkalker. Den Verkalker kristallisiert Vegetation in der Umgebung und bildet Felsen. Also, da kann ich an Wasser mir neue Felsen generieren, um zum Beispiel dann Elektrizität hinzubauen. Und wir haben den Bagger. Erzeugt ein neues Flussbett, vergiftet aber das umgebende Land. Kann gedreht werden. Ah, okay. Gut, warum sollte ich ein Flussbett bauen? Weiß man nicht. Ne? Hier unten können wir natürlich auch noch schön begrünen. Lass uns aber erstmal. Achso, geht ja nicht. Ich brauche erstmal Elektrizität. Reicht das Ding denn aus? Wenn ich das so hier hinsetze, habe ich den ganzen Fluss eigentlich wieder zumindest. Ja. Habe ich zumindest den ganzen Fluss wieder am Start. Sehr schön. Dann lass uns hier nochmal so eine Entgifter hinsetzen. Ich glaube, ich denke mal, ich muss jetzt einfach auf 100% kommen. Gehe ich jetzt mal einfach von aus. Sonst wüsste ich nicht, was unser Ziel noch ist. Deswegen machen wir das auf jeden Fall einfach mal auf 100%. Und dann
Schauen wir, wie es weitergeht. 169, let's go. Sich 94, 95, 99. Dann nehmen wir die 99 doch noch, ne? Terranil befriedigt deinen inneren Monk. Noch nie ein Spiel gespielt, das darauf ausgelegt ist, alles möglichst an Land abzudecken. Ja, oder? Das ist schon irgendwie. Oh, Leute, gemäßigtes Biom. Die Sanierung dieser Landschaft erfordert Windturbinen zur Energiegewinnung, Entgifter zur Reinigung des Bodens und Wasserpumpen zur Wiederherstellung der Flüsse. Die Schritte zur Schaffung eines gemäßigten Waldes sind nicht immer einfach. Möglicherweise musst du kontrolliert Brände einsetzen, bevor Bäume gedeihen können. Also, ich habe 0 von 3 Biomen, ich habe 0 von 6 Tieren und ich habe 0 von 7 Klima. Okay, der erste Schritt. Ah, guck mal, den ersten Schritt habe ich schon abgeschlossen. Der ist jetzt hier durchgestrichen. Okay. Sobald das Rückgrat des Ökosystems gedeiht, besteht dein nächster Schritt darin, die Vielfalt der wachsenden Pflanzen zu erhöhen. Führe Finnboss, Feuchtgebiete und Wälder ein. Zudem musst du anfangen, deine Aufmerksamkeit dem lokalen Klima zu widmen. Okay. Mal schauen. Mach weg. So, das bedeutet. Alles klar, jetzt geht's noch weiter. Jetzt sehen wir hier oben, haben wir jetzt dieses Finnbus. Keine Ahnung, sieht aus wie eine Blumenwiese. Keine Ahnung, warum sie es nicht Blumenwiese nennen. Dann Wald 1% und Feuchtgebiet 0%. Das müssen wir jetzt alles noch an den Start bekommen. Also, wir haben hier ein Hydroponium. Das bietet uns wieder die Punkte an. Ich weiß gar nicht, was sind das für Punkte? Keine Ahnung. Aber diese Blätter. Schafft ein Feuchtgebiet, muss auf einem Bewässerer in Wassernähe und in einer Senke erbaut werden. Ah. Man spielt der. Nein, der ist nicht in Wassernähe, oder wie? Habe ich einen, der in Wassernähe ist? Ja, hier oben. Okay. Und der hier auch. Guck mal, der ist und der da nicht. Das ist doch eine Frechheit. Naja, gut. Dann lassen wir hier plus 75. Wie viel Prozent? 25% Feuchtgebiet. Okay. Mach ja auch Gewinn damit. Warum also nicht? Ich meine, ich kann ja auch einfach noch einen. Mir fehlt auch noch ein bisschen was. Guck mal, hier ist ja noch richtig viel offen. Dann lass mal. Wir können ja auch immer noch zurückgehen. Lass mal hier Elektrizität hinbauen. Und ballern wir hier erstmal so einen Entgifter rein. Mit einem alles abzudecken, ja. So, und den würde ich jetzt schon gerne. Ist das nah genug, ist jetzt die Frage. Ich mach mal lieber. Notfalls baue ich halt einen zweiten hier hin. 18, ja. So, der kann jetzt, glaube ich, zu so einem Hydroponium geupgradet werden. 60. Ja, nice. Damit ist, wenn ich das richtig sehe, ja, unser Feuchtgebiet 110%. Let's go. Okay, schönes Ding. Ein Bienenstock. Schwärmende Bienen bestäuben die Vegetation in der Umgebung und erschaffen Finnbusblumen. Okay, erschaffen halt eine Blumenwiese. Technofreak, moin moin. 7 Monate. Dankeschön für den Resub. Vielen, vielen Dank. Also, Bienenstock in Bäume reintrümmern. Und zwar am besten so, ich will jetzt ja nicht das Feuchtgebiet zerstören. Würde ich das Feuchtgebiet hier zerstören? 102. Oh mein. Bin ja richtig Points. Es macht auch nicht das Feuchtgebiet kaputt. Sehr gut. Okay. 127. Oh, das geht aber schön hier mit dem Blümchen. Der Blümchen. So, damit haben wir die Wiesen jetzt schon. Okay, sehr schön. Erschaffe 100 weitere nährstoffreiche Aschefelder. Solarverstärker. Fokussiert das Sonnenlicht und ermöglicht den Beginn eines kontrollierten Brandes. Okay, jetzt soll ich die schöne Wiese wieder abfackeln. Na toll. Pack's mal hier hin. Und jetzt, Brände können nur im. Was? Kann ich da jetzt so hinklicken einfach?
Aktivierbare Fähigkeit. Starte einen kontrollierten Brand in der Nähe von Finnboss. Das Feuer wird den spärlichen Bewuchs verbrennen, aber nährstoffreiche Asche hinterlassen. Okay. Oh. Unsere. Was? Ich weiß nicht, ob ich so viel abfackeln wollte. Oh, shit. Alles, was ich wieder aufgebaut habe. Na, verdammt. Was habe ich getan? Meine ganzen Blumenwiesen. Sowas brauchen wir in Spielen. Voll, voll. Okay. Ich habe aber, das ist, Leute, das ist nährstoffreicher Ascheboden, ja. Ihr müsst das positiv sehen. Ich kann jetzt ein Arboretum bauen, was mir wiederum neue Punkte bietet und Wald. Nutze nährstoffreiche Asche, um Wälder zu erschaffen. Kann nur auf einem verbrannten Gebäuderest gebaut werden. Ah, okay. Ja, Gebäudereste habe ich hier mehr als genug. So, guck mal hier, was ich jetzt für schöne Wälder baue, Leute. Wollt ihr tun? 137. Ah, ich habe so ein paar kleinere Lücken drin. Ist aber nicht so schlimm. Aber guck mal hier, wie viel Wald ich jetzt habe. Hier Wald bin ich sogar schon fertig. Ich muss jetzt nur zusehen, dass ich irgendwo nochmal so eine Blumenwiese hinbekomme. 14, 3, minus 19. Ja, komm, für 14. Wald geht immer. Minus 31, 48. Dann machen wir hier drüben auch noch 15, minus 24, plus 21. Wald ist schon ganz schön teuer. Da muss ich richtig lohnen. Okay, aber sieht doch schön aus. Ich brauche jetzt nur eine Blumenwiese, ist das Problem. Ah, hier drüben habe ich noch einen Baum, aber nur einen. Was habe ich denn hier noch? Ein Forschungszentrum. Reduziert die Kosten einiger Gebäude und schaltet die Fähigkeit frei, das Klima der Region zu beeinflussen. Ah, dafür bräuchte ich auch das hier. Baue noch ein Forschungszentrum. Lass mich kurz noch versuchen, hier die Blumenwiese. Habe ich. Das könnte hier natürlich auch. Geht das? Hier sind ja auch Bäume, das geht. Was ist denn, wenn ich. Zum Beispiel hier. Ich habe ja gerade 2100 Punkte, also von daher alles easy. Lass mal hier eben so machen. Und dann ballern wir hier noch so ein Teil rein. Essen so, dass es halt viel abdeckt. 82. Dann kann ich doch jetzt hier plus 16. Nicht drüben meine Wiese schon gebaut. Minus 4. Es kostet mir halt minus 4, aber ich habe ein bisschen. Die macht das auch nicht, ne? Hier noch irgendwie. Warte, ich baue mal die Forschungsstation. Vielleicht kommt da ja auch irgendwas, was mir hilft. Wer weiß. Bauen wir das Ding erstmal. Hinweis: Der Bau eines Forschungszentrums macht viele Anfangsrekultivierungssachen billiger. Nun, da du die Grundlagen der Renaturierung gelernt hast, solltest du dich mit dem regionalen Klima befassen. Hey. Wildblumenblüten. Luftfeuchtigkeit. Okay, warte mal. Das Klima wird durch diese Attribute definiert. Vorerst interessiert uns nur die Luftfeuchtigkeit, aber das wird sich in Zukunft ändern. Klimaschwellenwerte. Das Erreichen bestimmter Attributsschwellenwerte hat weitreichende Auswirkungen auf die Umwelt. Gebäude, die Pflanzenwachstum fördern, wie Bewässerer oder Bienenstöcke, werden von regionalen Klimaattributen ebenfalls beeinflusst. Klimamanipulation. Viele Gebäude beeinflussen das Klima geringfügig, aber einige, wie dieser Wolkenseher, verändern es erheblich. Für das richtige Klima zu sorgen, ist ein wichtiger Schritt auf deinem Weg der Rekultivierung. Okay. Das heißt, ich kann jetzt hier diese Wolkenseher bauen und die Wolkenseher, die nutzen umgebendes Wasser und das Meer, um Wolkenbildung zu fördern und die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Und ihr seht es jetzt hier oben nicht ganz, aber ist nicht so. Doch, ihr seht die 39%. Reicht, Leute. Ihr könnt hier sehen, 39%. Bei 40% würden Pilze in Wäldern jetzt wachsen. Und ich würde nochmal 30 Punkte scheinbar bekommen. Bei mehr als 70 beginnen Regenfälle und bei mehr als 90 beginnt Lachszug.
Ist denn das mein Ziel, dass ich auf 90 komme? Einmal, oder? Lass uns dann erstmal hier oben dieses Finnboss jetzt auf die hohe Stufe bekommen. Dazu muss ich wahrscheinlich jetzt hier nochmal ein bisschen entgiften und so. Habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie teuer die Gebäude vorher waren und wie teuer die jetzt sind. Ob ich jetzt wirklich deutlich gespart habe. Ich würde hier nochmal so einen Verkalker hinsetzen. Und dann bauen wir hier noch ein Windrad. Nochmal so eine Entgifter. Also punktetechnisch sind wir ja ganz gut dabei gewesen. 1600 haben wir noch, von daher alles easy. Hoffe halt, dass ich hier noch den einen oder anderen Baum bekomme. Ach guck mal, jetzt sind wir sogar bei 40%. Das heißt, jetzt sollte theoretisch ja dieses Pilzwachstum wieder beginnen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Muss ich gleich mal gucken. Hier so in die Ecke vielleicht. Ja. Pilz in Wäldern. Ist schon schön, oder? Muss man schon sagen, Leute. 22. Wie viele kriege ich denn hier maximal noch rein? 30. 31 ist das höchste der Gefühle. So, es ist leider kein Baum gekommen. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Okay, nächstes Mal sollte ich das mit dem Wald vielleicht ein bisschen anders machen. Sehe ich ein. Okay, ich baller jetzt hier nochmal hin. Das gibt immer ein paar Prozente. So mühsam nähert sich das Eichhörnchen mäßig. Ich könnte natürlich auch. Ich könnte natürlich das auch abfackeln. Ja, obwohl dann, wenn ich dann Wald hinmache. Also schade, dass das jetzt hier ideal plus. Gut, kostet halt ein bisschen Credits, aber wenn ich dadurch dann das Ziel noch erreichen sollte. Frag mich, wenn ich das hier grün mache. Oh Gott, das ist Ressourcenverschwendung. Ich habe ja genug, Leute, ne? Ach scheiße, hier hatte ich ja gar keinen Entgifter. GG Grins. Das ist, wenn ich hier noch. Wenn ich hier noch grün mache. Dann. Oh, das ist doch mal eine schöne Wiese. Lauf, Leute, wir machen hier hinten noch mehr. Ja, komm. Was soll der Geiz? So. Mal drehen. Hat ja sogar noch eigentlich guten Gewinn hier. Und jetzt habe ich hier sogar den einen Baum. Perfekt, Leute. Schön. Schön, schön, schön. Jetzt haben wir das fertig. So, Biome, aber auch 0 von 3. Tiere 0 von 6, Klima 0 von. Wenn Pflanzenleben und Klima wiederhergestellt sind, kannst du im letzten Schritt ein Luftschiff bauen, indem du deine Gebäude recycelst. Während du deine Präsenz reduzierst, kannst du Fauna als neue Hüterin des Ökosystems einsetzen. Okay. Bin ich denn da eben? Verdammt. So. Gut, das bedeutet jetzt. Ah ja. Prozentsatz recycelter Gebäude. Aber ich würde schon noch versuchen, die Luftfeuchtigkeit soll ja scheinbar auf 90% hoch. Damit wir die Fahne am Ufer, Seerosen und so weiter. Das heißt, ich baller noch ein paar von den Dingern jetzt hier hin, die Wolkenseher.
Die müssen. Oh, plus 5%. 3%. Auf 90%. Das ist natürlich schon zu nah an dem anderen. Kann ich hier oben noch? Ja. Macht überall plus 3. Dann soll es so sein. Da habe ich noch plus 7. Fahne am Flussufer. Ach, guck mal, jetzt die wachsen dann da wirklich auch. Seht ihr das? Schön, einfach. Geil. Gut. Ich bin bei 59. Plus 11. Die Feuchtgebiete, die pushen das Ding halt richtig. Plus 18. Ach du Scheiße. Jetzt regnet es sogar. Weil ja hier ab. Ja, ab 70% Regenfälle. War noch 2%, Leute. Hier wird es 5 geben. 1%. Guck mal, wie es jetzt regnet. Oh, warte mal, durch den Regen steigt es auch grad. Hatte ich die Wasserfälle hier eben auch schon? 89. Los, regne noch ein bisschen. Ich brauche 90. Oh, es gibt auch Punkte überall, weil jetzt überall noch. Immer hier und da, überall wächst noch ein bisschen was. Seht ihr das? Komm, gönn noch 1%. Fliegen jetzt auch Storche lang. Naja, wahrscheinlich Gänse eher. Weder wo. Und dann muss ich gleich alles abbauen wieder. Aber ich will noch kurz das auf 90 eigentlich. Dann ist es, glaube ich. Dann kriegen wir noch die Lachse hier. Komm. 6. Weiß ja nicht, ob das. Ja. Zu viel wird es schon nicht geben, hoffe ich. So, jetzt da springen die ja wirklich. Ha. Und du bist safe Ökologe? Ja, ich bin hier. Ich bin Ökologe, ob ihr es glaubt oder nein. Gut, damit haben wir die ganzen Ziele dann hier erreicht. Dann können wir jetzt eigentlich damit anfangen, die ganzen Gebäude, die wir so errichtet haben, wieder abzubauen. Luftschiff ermöglicht den Bau des Luftschiffs mit Materialien, die von anderen Gebäuden recycelt werden. Okay. Wow, jetzt muss ich das Luftschiff hier mitten ins Feuchtgebiet setzen, oder wie? Na toll, wofür habe ich das denn gebaut? So. Recycelt andere Gebäude und speichert einen Teil ihrer Kosten. Ja, okay, da braucht man natürlich jetzt gute Points erstmal für. Jetzt fange ich am besten von hinten an, oder? Und recycle dann alles so nach und nach. Die Sache ist, recycelt das auch die Angebote? Nee, ach scheiße, die Gebäude recycelt er jetzt gar nicht. Dachte, die kann ich quasi auch recyceln. Na gut, müssen wir gleich mal gucken. Recycling-Drohne. Fährt Flüsse entlang, um recyceltes Material von Ladedocks zu sammeln. Ja gut, die Sachen hier hinten sind ja gar nicht am Wasser. So, aber wenn ich hier jetzt das Boot hinschicke, geht gar nicht. Ach so, ich muss das Boot. Ach so. Das Boot da ins Dingens bauen, Leute, ich Idiot. Ladedock.
Ah, okay, jetzt kann ich so ein Ladedock hier hinsetzen. Der sammelt dann das ein. Aber wie kriege ich denn... Warte mal. Ermöglicht es, dass Recycling-Drohnen Wasserfälle hinauf und hinunterfahren. Also hier kann er ja einsammeln. Ja, da kommt er. Und hier auch eigentlich. Okay. Aber was mache ich denn mit den ganzen Sachen, die weiter wegstehen? Wieder. So, hier kann er doch jetzt einsammeln eigentlich. Jetzt kommt er da oben nicht ran. Gut. Ach, der recycelt das. Warte. Der recycelt die Gebäude direkt mit. Ermöglicht den Einsatz eines Sonarpings, um Tierarten dazu zu bewegen, in ein für sie geeignetes Habitat zu ziehen. Ihr Observatorium. Okay. Warte mal, warum lege ich jetzt nicht einfach hier? Reicht nicht. Schade. Aber ansonsten kann man eigentlich mit den Dingern auch abbauen, scheinbar. So, mal gucken. Hallo Lia, moin moin. Stimmt, ich könnte noch neue Flussbetten bauen, aber jetzt ist es gerade alles so schön. Kacke, wieso kann man denn... Also schade, dass ich diese Recycle-Sachen jetzt nicht so da hochziehen kann, quasi. Das ging ja nicht, ne? Naja, scheiße, da muss ich das wirklich so machen. Wissen wir jetzt auch, warum ich diesen Bagger überhaupt haben kann. Da kann ich den Bagger aber nicht mehr bauen. Weil der jetzt wieder Strom braucht. Ach. Irgendwie am Wasser. Auch Treppen. Warte mal, ich baue lieber noch ein. So. Dass der da hinfahren kann. Da hinten auch nicht ran. Hält jetzt aber irgendwie auch so dumm aus. Noch mehr Elektrizität. Hey Lisuro, 25 Monate. Dankeschön, moin moin. An den oben komm ich auch nicht ran von hier.
Na gut, zum Glück ist das schon ein gutes Ökosystem gewesen, Leute. Hätte ich mich geärgert, dass das jetzt so scheiße aussieht. So, und hier oben muss ich es auch noch mal machen. Da ist noch was, mein Freund. Ah, hat er mitgenommen. Okay. 91% recycelt. Sieht doch gut aus. Möder, moin moin. Na, was geht? So, jetzt habe ich den ganzen Schrott wieder eingesammelt. Ja, 100% alles wieder mitgenommen. Gut. Dann bin ich doch jetzt hier durch, oder was? Soll ich das noch machen, oder wie? Soll ich das dann wieder abbauen? Der letzte Schritt im Recycling-Vorgang ist Wiederansiedlung von Tieren. Okay. Neue Tierarten tragen dazu bei, das Ökosystem zu erhalten, lange nachdem deine Gebäude verschwunden sind. Nach Tierarten muss gescannt werden. Öffne hier das Scan-Panel. Ah, okay. Diese kleine Amphibie lebt im Schilf eines Feuchtgebiets in der Nähe eines Fynbos-Felds. Nutze die Tierporträts, um zwischen Tieren zu wechseln und Hinweise darauf zu erhalten, wo die einzelnen Arten leben. Okay. Benutze diese Schaltfläche, um nach den ausgewählten Arten zu scannen. Jeder Scan gibt dir Informationen über die Eignung des gescannten Gebiets. Aber das ist doch jetzt auch wieder ein Gebäude. Jetzt muss ich das Gebäude gleich wieder abreißen, oder was? Du musst geeignete Habitate für mindestens drei Tierarten finden. Viel Glück. Okay, also hier, Amphibie, Schilf, Feuchtgebiet habe ich ja hier. In der Nähe eines Feldes. Ja, hier ist auch ein bisschen Feld. Mal gucken. Kennt er das jetzt? Ah ja, scanne nach. Ich scanne mal hier so. Ein Frosch. Hat geklappt. Okay, jetzt habe ich Frösche schon mal. Dieser Weidegänger lebt in Herden auf weiten, offenem Grasland. Man ja. Hier einen Scan machen, würde ich sagen. Hirsch. Ja, da ist er auch. Wie konnte ich den vorher nur übersehen, Leute? So, dieses große Raubtier lebt in einem Wald, der einen Bienenstock enthält und auf einem Hügel liegt. Hab keinen Wald auf dem Hügel. Dieser Wasservogel mit Schwimmhäuten ruht auf einem großen See, wenn er gerade nicht fliegt. Hier ist ja ein Fluss wahrscheinlich, ne? Dieses fleißige Nuggetier baut sein Zuhause an einem Fluss in Waldnähe. Ja, das könnte ja ganz gut hier unten sein. Der Biber. Okay, nice. Dann haben wir das doch jetzt auch. Dann Abriss, oder wie? Hast mir wieder nur 15. Verdammt! So. Abfahrt. Ha! Schaut, wie schön wir das jetzt zurückgelassen haben. Das Boot auch noch mitnehmen, genau.
Aber ich habe trotzdem halt da jetzt wieder so ein bisschen was von dem Gebiet kaputt gemacht. Ah, er macht's auch wieder. Sehr gut. Zwar vorher aber Wasser. Saniertes Ödland. Nice. Das war der erste Streich, Leute. Renaturierungsfortschritt 15%. Okay, was, ich habe hier nur 60? Ah, weil ich die Tiere nicht entdeckt habe. Okay. Müssen wir irgendwann wohl dann nochmal hier hin. So, an der Stelle machen wir dann erstmal einen Cut, Leute. Dankeschön für die Aufmerksamkeit bis hierhin, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.